Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Medienkommentar zur Parlamentswahl in der Ukraine. Medienberichten zufolge verlief die Wahl am Sonntag ruhig und unspektakulär. Offensichtlich sind die Wahlen gut vorbereitet worden. Doch wie sahen diese sogenannten guten Vorbereitungen hinter den Kulissen der offiziellen Medienberichte aus? In unserer Sendung vom 26. Oktober 2014 berichteten wir über den offenen Brief der ukrainischen Parlamentsabgeordneten Jelena Bondarenko. Sie beschreibt darin, dass die herrschenden Politiker offen und konkret mit der physischen Vernichtung aller Volksvertreter drohen, die in Opposition zur gegenwärtigen Macht in der Ukraine stehen. Nach Aussage von Frau Bondarenko seien herrschende Politiker sogar an Verbrechen gegen oppositionelle Politiker und deren Kinder beteiligt. Die freie Meinungsäußerung innerhalb und außerhalb des Parlaments sowie in den Fernsehkanälen werde verweigert. Wer zum Frieden in der Ukraine aufrufe, werde von der ukrainischen Regierung sogar als Feind des Volkes verunglimpft. Wen wundert es da, dass die Kommunistische Partei der Ukraine und die Partei der Regionalisierung keinen Einzug ins Parlament fanden? Letztlich wurden dem ukrainischen Volk nur solche Parteien präsentiert, die eine strikte proamerikanische und europäische und zugleich aggressive kontrarussische Linie fahren. Der Politologe und ehemalige Assistent in der Verwaltung von Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, äußerte sich in seinem Interview mit dem russischen Fernsehsender RIA Novosti unverblümt. Roberts wörtlich: Poroschenko und Jazenjuk sind Marionetten von Washington. Und wir können feststellen, dass das ukrainische Volk die Kandidaten aus Washington gewählt hat. Dass Paul Craig Roberts mit seiner Einschätzung voll ins Schwarze trifft, zeigen wir mit unseren Sendungen vom 19. Februar und 12. März 2014 auf. Die Morddrohungen von Julia Timoschenko vom 18. März 2014 gegenüber Russlands Präsident Putin und ihre Totalvernichtungsabsichten gegenüber dem russischen Volk dokumentierten wir in unserer Sendung vom 3. April 2014. Dem Großteil der ukrainischen Wählerschaft scheint jedenfalls bei den zur Auswahl gestellten Parteien nicht wirklich wohl gewesen zu sein. Das spiegelt die extrem niedrige Wahlbeteiligung von offiziell, möglicherweise schön geredeten 20% wider. Ein Wahlbeobachter berichtete nämlich in einem Interview mit Russia24 von einer Wahlbeteiligung von sogar nur 10%. Alles andere sei manipuliert worden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir halten Sie weiterhin über die Entwicklungen in der Ukraine und deren Hintergründe auf dem Laufenden. Einschalten lohnt sich also. Guten Abend. Seit Jahrzehnten gehen Kriege übers Land und immer wieder unter falschem Vorwand. Wie viel Menschenleben aufs Spiel gesetzt, durch Medienlügen aufgestachelt, aufgehetzt. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Auch heute wieder zum Krieg gehetzt, gegen Russland, gegen China und den Iran. Treiben sie die Völker in den Toten ihrem Wahn. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass
Europas verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Von Hand zu Hand.